Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich habe heute den Yellow Spot auf meinem Fass. Und es ist der Yellow Spot 12 Jahre. Warum heißt der Yellow Spot? Komme ich nachher dazu. Ich erzähle euch erstmal, was in dem Whisky eigentlich drin ist. 46% Alkohol, nicht kühl gefiltert und ein Dreifach Reifung, Triple Maturation, wie sie hinten drauf schreiben. Bourbon, Sherry, Malaga, Non-Chill Filtered, also nicht kühl gefiltert. Ich glaube, viele Leute schreiben, statt Malaga schreiben sie Süßwein. Malaga ist ein Süßwein, ein recht netter Süßwein. Und ja, 12 Jahre. Sieht so aus, als wäre es ein NDP, also ein Non-Distillery Product. Man wüsste nicht, wo es herkommt. Also, aber es ist ein Single Pot Still Irish Whisky, also er muss aus einer Brennerei und auf Pot Stills gebrannt sein. Und wenn man ganz genau reinliest, merkt man, der kommt von Middleton. Das ist die unten in Cork, die Middleton Brennerei. Und die haben auch eine ganze Menge Pot Stills, also macht schon Sinn, was man hier hat. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, komme ich ein bisschen zurück zu Yellow Spot. Yellow Spot geht zurück auf die Gründung und da hatten sie eben damals die Idee, okay, wir machen Color Coding, wir schreiben nicht überall die Zahlen drauf, sondern wir machen Color Coding, wir machen in dem Jahr machen wir den gelben drauf und im nächsten machen wir den grünen drauf. Und dann hatten sie ihre Marke, die hieß Spot und dann haben sie Yellow Spot, Green Spot. Weiß nicht, was sie noch alles für Spots damals hatten. Ich habe bis jetzt, glaube ich, den Green Spot probiert. Der ist, glaube ich, ein Stückchen niedriger als der Yellow Spot. Und das ist jetzt eben der Yellow Spot. Gut. Nun. Was gibt es noch zu sagen? Also Malaga. Kann ich mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal einen mit Malaga Fassreifung hatte. Die sind etwas, etwas rarer, die Whiskys. Obwohl es eigentlich, diese Süßwein sind eigentlich immer recht schön, die Fässer. Ich meine, Sherry ist ja auch ein Süßwein. Oh ja, oh ja. Oh, der hat richtig, richtig fruchtige, richtig, richtig fruchtige Noten drin. Richtig so, man fühlt so saftig, pfirsich. Trauben, Wahnsinn. Boah, der hat richtig drin. Was ich komisch finde, weil auf den Tasting Notes steht eine ganze Menge hinten drauf von Gewürzen. Ja, es sind Gewürze drin, aber für mich ist das so ein bisschen so der Hintergrund. Ich weiß nicht, ob im Blind Tasting, wenn ich jetzt nicht die Tasting Notes drauf gelesen hätte, ob ich das gerochen hätte. Weil die haben hier, was haben die? Heu und Muskat und Nelke. Ja, Muskat, Nelke, könnte ich so ein bisschen mitgehen. Riecht so ein bisschen so, weißt du, so Backgewürze und haben sie noch Honig hinten drauf. Ja, Honig. Ich finde es eher, dass es so ein Fruchtpunsch ist, würde ich mal sagen. Das riecht für mich eher so. Aber ja, Honig kann man mit rein definieren, weil es einfach, man merkt, richtig schön süß. Oh ja, das ist ein richtig schön milder Irre mit ganz viel Sherry-Einfluss. 46% transportieren auch eine ganze Menge. Schön Sherry-Einfluss, klasse, richtig fruchtig. Aber jetzt im Geschmack, im Mund, jetzt habe ich auf einmal die Gewürze. Jetzt kommen die Backgewürze, jetzt kommt die Nelke, jetzt kommt die Muskat und definitiv. Und auch ein bisschen trockener, ein bisschen eichig. Ja, schön richtig, richtig, richtig mit dabei. Komisch, ich glaube, sie haben die Muskat und die Dings hatten sie im Geschmack, hatten sie gar nicht. Also ich weiche gerade ziemlich von der Geschmacksbeschreibung ab, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich sehe ihn so rum. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde ihn richtig schön. Also der ist ein 12-Jähriger, man merkt, dass er älter ist. Also älter, 12. Und schön mild und richtig schöne Fassauswahl. Kostet auch 67,90 bei whisky.de. Also Yellow Spot ist etwas der mehr Premium. Ich hatte die Marke bei Spot, hatte ich nicht so gut in Erinnerung. Also bei mir war die eher so, der Green Spot war eher so ein mittlerer Whisky, würde ich mal sagen. Aber gut, ich glaube, der Green Spot ist auch ein bisschen preislich und insgesamt vom Qualität ein bisschen runter angesiedelt. Aber der Yellow Spot, den kann man schon machen, du.
Gut, 67,90 ist auch eine Hausnummer. Boah, jetzt habe ich auch ein bisschen, boah, jetzt beim zweiten Stückchen addiert sich diese kräftigen herben Noten mit den Gewürzen. Jetzt geht es sogar, boah, ein bisschen sogar Richtung Kaffee rein. Jetzt ist er mir so ein bisschen so, hat schon ein bisschen eine bittere Note mit dabei, die ist, ich bin einfach nicht so ein Kaffee-Fan, ich trinke gar keinen Kaffee. Und, aber so vom Riechen her und im Antritt ist der voll mein Fall. Also schönes Teil, ja. Ja, schau mal whisky.de vorbei, da gibt es den Whisky für 67,90 zu kaufen, der Yellow Spot 12 Jahre. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.